Und weiter geht die wilde Fahrt. Es geht nach Bremen, von Madrid direkt nach Bremen. Direktflug genommen, um die nächste Niederlage vergessen zu machen. Leipzig und Atletico waren es schon zwei in den letzten drei Spielen. Das muss wieder aufhören, auch wenn ich den Jungs da keinen Vorwurf machen kann. Ja, es war jetzt ein doofes Spiel, klar, ähnlich wie Leipzig. War jetzt aber auch. Also gerade das Leipzig-Spiel war am Ende von ein paar sehr harten Wochen und Atletico kann immer mal passieren, gerade in Madrid. Jetzt würde ich sagen, machen wir es einfach gegen Bremen besser. Haben das letzte Spiel auch verloren. Sahen da nicht allzu gut aus gegen die Kölner. Sonst hatten sie davor einen ziemlich guten Lauf. Wir gucken mal, was heute auf uns zukommt. Spielen wir 4-2-3-1. Wir müssen eigentlich nur auf Amiri aufpassen, der die Liga kurz und klein schießt bisher. Wie erfreulich ist es, dieser in letzter Zeit so offensiv agierende Mannschaft zuzuschauen? Das ist natürlich nach wie vor was sehr, sehr schön. Lexi, bist du uns eigentlich hinterhergeflogen aus Madrid oder? Nee, du warst gar nicht in Madrid. Du warst gegen Freiburg dabei, kann es sein? Irgendwoher kenne ich dich. Aber eine gute Vorbereitung ist heutzutage alles im Fußball. Sie wissen bestimmt schon, was wir erwarten können von Bremen. Ganz richtig. Wir haben uns gewissenhaft vorbereitet. Ich wäre jetzt nicht geschockt. Nein, hä? Wir werden uns nicht überraschen. Ich kenne sie hin- und auswendig. Genau so. So, bei uns gab es ein paar Änderungen. Die Bremer mit unserem Leihspieler Barragan, mit Amiri auf der 10 und sonst der erwarteten Aufstellung. Wir ein paar Änderungen. Gechter wieder drin statt Demiral. Barco bleibt drin. Carstensen statt Amey, der ein bisschen ja, noch angeknackst ist vom letzten Spiel. Nicht verletzt, aber noch nicht ganz recovered, sage ich mal. Dardai ist wieder zurück auf der 6 zusammen mit Mausehund. Inaki beginnt heute als einzige Spitze, Willis erstmal auf der Bank, dafür Francia dahinter, Rooney und Moreno auf den Außen, also da auch komplett durchgewechselt. Dass Bremen hier gar nicht weiß, was sie erwartet und wir sie komplett überraschen können. Ich bin gespannt, wir müssen eigentlich hier auch auf ihn, auf John oder auf John gut aufpassen. Naja, gucken wir mal. Ah, und tatsächlich doch auf der 6 gab es einen Wechsel, spielt Emre Can mit Mangala und nicht mit Stage zusammen. Aber gut, das ist kein gravierender Unterschied. Dardai, weil raus auf Rasmus Carstensen, der hier eine sehr gute Partie gegen Freiburg gespielt hat. Can erobert den Ball gegen Rooney. Itta, Mangala. Ah, Stark spielt tatsächlich doch. Wo spielt der denn? Auf der 10? Boah, und langer Ball auf Amiri, das ist gefährlich. War aber auch abseits. Dennis Simon wäre da gewesen. Jetzt muss ich mal gucken. Starke Spiel rechts außen, was waren die denn? Okay. Und Gechter mit einer frühen gelben Karte. Also unsere Innenverteidiger sind auch sehr, sehr kartenfreudig hier. Le Normand muss noch, ist im nächsten Spiel gelb gesperrt. Wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Geht glaube ich gegen Düsseldorf. Also wenn er sich heute einen abholen will, gerne. Ja, Jungs. Gib Gas. Mangala auf Siri, gut aufgepasst von Barco. Kontermöglichkeit, nein. Emre Can räumt da ziemlich gut ab. Und Rooney will sich hier die rote Karte holen, oder wie deute ich das? Das Tackling gerade. Pascal, schön durchgesteckt. Francan nimmt Mausehund mit. Und der traut sich nicht allein zu laufen. Itta kann dann den Pass abfangen. Mangala Amiri mit Platz und der Ball rutscht durch aufs Stage. Aber Simon ist da. Kein so gutes Spiel, gerade für Barragan. Iñaki Pascal und Moreno heute das Spiel, um zu zeigen, wer tatsächlich hier den Golden Boy Award verdient hat. Alle drei jetzt zusammen hier auf dem Feld heute. Mal schauen, wer am Ende den besten Eindruck hinterlässt. Und wir sind überhaupt nicht drin im Spiel. Stark gutes Tackling von Gechter. Linie lang. Moreno kann ihn auch nicht festmachen. Mangala. Chipball, Gechter klärt den Mausehund. Mit Rooney. Schöner Ball raus auf Thiago Moreno. Probiert's alleine, Blockmann ist da. So, wir werden trotzdem kurz eine taktische Änderung machen. Wir ziehen uns hier ein Stück nach hinten. Ich würde sagen, wir machen das Spiel ein bisschen schneller. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir es das heute brauchen. Moreno mit dem Eckball. Vielleicht auch ein Kopfballtor von Le Normand oder Gechter. Sind ja beide ziemlich kopfballstark. Nee, Blockmann ist da.
Dortmund spielt parallel 3-1 gegen Pauli, also der Trainerwechsel scheint dort gefruchtet zu haben. Nächster Eckball bei uns, Thiago Moreno erneut. Vielleicht diesmal, nee, Lenormand kommt nicht ganz hin, Rooney. Gechter, Dardai, nochmal raus auf Moreno, Flanke. Francia war im Abseits, nee, Moreno war im Abseits. Alter, aber der muss trotzdem rein. So, langsam merkt man ein bisschen unsere englische Woche mit dem Atletico-Spiel. Da fehlen ein paar Kräfte, deswegen Mausund wird wahrscheinlich auch auf der Bank bleiben. Dafür wird Curtis Jones reinkommen. Ne, wir lassen ihn noch kurz drin. Wir werden gleich dann relativ früh in der zweiten Halbzeit wechseln. So, Jungs, ich bin bisher unzufrieden. Gibt mal Gas da jetzt. Zeigt mal, dass wir Werder Bremen sind. Sorry, Jungs, vergesst die Halbzeitansprache. Hoffentlich waren die schon aus der Kabine raus, als ich das gesagt habe. Ach du Scheiße. Ja gut, bei so einem Coach kann es aber auch nichts werden. Lenormand mit Gechter zusammen. Lassen den Ball da gut laufen. Barco, Mausund. Moreno, Pascal. Ah, verliert ihn leider. Konter wird aber nichts von Bremen. Ich denke, Pascal werden wir auch gleich rausholen und dann Willis bringen. Und mit ihm zusammen auch Curtis Jones. Ich denke, das wird jetzt passieren. Willis vorne rein. Curtis Jones auf die 6. Und dann bleibt es hier erstmal. Rooney wahrscheinlich dann der nächste Kandidat. Und auch Diego Moreno. Der halt nicht so ganz überzeugen kann. Also keiner von den drei Golden Boy Awards Kandidaten überzeugt hier bisher. Jones bringt ihn nochmal. Ne, Dada ist da. Diego Moreno holt nur den nächsten Eckball raus. Da kommt keiner hin, aber Lenormand ist da schlecht gespielt. Siri. War da kein gutes Spiel, aber nicht ganz so schlecht wie die anderen beiden. Wir werden wechseln. Bringen auf der rechten Seite Ouédraogo. Und für Dardai kommt Fabian rein. Fitnessbedingter Wechsel. Und wir werden etwas offensiver gehen. So, ein letzter Wechsel wird dann Maxi Bayer sein für Diego Moreno. Da kommt dann doch nochmal ordentlich Qualität rein. Moreno war heute auch nicht sein Spiel. Francia muss sich durchbeißen, kriegt wahrscheinlich am Mittwoch dann die Pause gegen Paderborn. Ah ja, Nikolai Mangala. Stark, setzt sich durch. Klasse Pass für Siri. Und der schießt ihn zum Glück drüber. So, wir fordern nochmal mehr von der Mannschaft. Geht hier nochmal was? Können wir vielleicht vorne zustellen? Nikolai. Der Ball landet bei uns. Sehr gut. Francia, Fabian. Francia, Maxi Bayer geblockt und Eckball. Nikola erklärt den. Maxi Bayer könnte ihn nochmal scharf machen. Nee, war wohl nicht so ein Highlight. Also zweite Halbzeit doch ein bisschen mehr von uns, aber wirklich keine so guten Aktionen, muss man sagen. Das ist jetzt kein Fußballspiel, was man sich gerne anschaut. Viele Fehler, viele einfache Fehler auch. Boller Nikolai Storge, der ein gutes Spiel macht. Für die Bremer Bayer läuft da jetzt mit. Nikolai Veljkovic, Storge auf einmal durch, aber Abschluss auch wieder katastrophal. Francia wird etwas offensiver, ähnlich wie Jones, wobei wir machen es so. Er unterstützt noch ein bisschen, Fabian sichert dann hier ab. Spiel wird an sich auch etwas freier, etwas offensiver. Wir wollen hier das Tor machen. Wir haben Willis. Das heißt, aber wir schieben jetzt hier doch wieder hoch. Und wir können lange Abschläge bringen, weil Willis uns die Bälle vorne festmacht. Auf geht's, Jungs. Komm. Ich weiß, ihr habt nicht mehr viel Kraft, aber ein bisschen Kraft sollte noch reichen für dieses Tor hier in Bremen. Fabian, gut auf Ouédraogo. Jetzt könnten da eigentlich genug Anspielstationen sein. Er macht trotzdem allein. Curtis Jones mit einem komischen Chipball. Willis auf Assan. Oh, lauf doch durch. Lauf doch weiter. Aber gut, es gibt den Eckball.
Vielleicht kommt da noch was raus. Den bringt Valentin Barco. Ist da jemand, der den haben will? Nee, es gibt erstmal erneut Eckball. Weiß Stage dazwischen ist. Klasse Spiel nach wie vor vom Bremen-Kapitän. Nächster Versuch. Barco? Nee. Fabian bringt den nochmal. Willi ist raus auf Bayer. Fabian und dann ist das aber zugestellt. Stark, gute Balleroberung von Fabian. Jetzt ist der lange Ball, nee, nicht auf Bayer. Aber doch, jetzt kommt er doch. Und Bayer geht vorbei. Oh, geblockt. Leg ihn ab, Junge. Emre Can ist draußen. Rocco Ascone ist jetzt drauf. Bei Bremen. Das heißt, die Doppel-6 auch ausgewechselt, glaube ich. Barco hinten. Wartet Lenormand, kommt nicht hin. Maxi Bayer. Geblockt. Jones bringt den sogar Richtung Tor. Aber nicht genug. Wir gehen sehr offensiv. Barco hat den Ball hinten mit Fabian. Mit Gechter. Nächster Angriff. Der Berliner rollt. Velis holt sich den Ball sehr tief ab. Mateusz Franca steckt den durch. Maxi Bayer. Und schon wieder ein Abschluss. Keiner weiß, was er da versucht hat. Ja, deutlich, deutlich drüber. Wir feuern nochmal an von außen. Was geht hier noch? Willis, ein Freistoß. Ja, naja. Naja, weiß auch nicht, ob Alejo der Mann ist für die Freistöße. 4 Minuten kriegen wir oben drauf. Können wir hier nochmal das eine Tor machen oder bleibt es bei einem 0-0, was sich Bremen erkämpft? Knapp 1 Minute. Gibt es noch vielleicht nochmal eine Möglichkeit? Gechter, Barco. Nikolai fängt den ab. Bayer kriegt den nicht festgemacht. Schonen, gut aufgepasst von Gechter. Und dann kommen die Pässe aber nicht mehr an. Barragan. Fabian holt ihn sich nochmal. Uetraogo. Auch von ihm nicht der Impact, den wir uns erhofft haben heute im Spiel. Lenormand. Langer Ball. Nikolai Ascone. Und Bremen scheint das hier wegzuverteidigen. Oh, und dann nochmal der Fehlpass. Aber Asan kann den auch nicht festmachen. Itta. Gutes Tackling von Fabian Suhonen. Ball raus, Uetraogo. Geht nochmal was. Franca. Nimm Asan mit. Ah, er will es alleine machen. Asan Uetraogo. Curtis Jones. Raus auf Barco. Flanke kommt Cherodia. Ist nochmal da. Bayer abgefälscht. Und das Spiel ist abgepfiffen. 0 zu 0 gegen Bremen. Ein sehr ungefährliches Spiel von unserer Mannschaft. Ja, sind irgendwie gar nicht so richtig zum Zug gekommen. Waren doch dann vor allem im Lauf des Spiels deutlich mehr Möglichkeiten für uns theoretisch dabei, aber nichts Zwingendes. Und so steht hinten die Null, aber leider auch vorne. Auch die Jungs, die wir heute vom Start an gebracht haben, offensiv hatten leider gar keinen Einfluss aufs Spiel. Moreno komplett untergegangen, Rooney auch und auch ausnahmsweise Pascal, da muss man Lob rüberschicken an die Bremer. Dafür unsere IV stabil. Immerhin. Ja. Haben wir Pech gehabt? Nee. Wir waren überlegen, hatten viele Chancen. Also eigentlich hätten wir das gewinnen müssen. Naja, vielleicht gewinnt ja Leipzig nicht. Und vielleicht gewinnt auch Bayern nicht. Da müssen wir auch mal drauf gucken. Wir wollen ja eigentlich Meister werden. Wir sind ja nicht Dortmund und geben uns mit Platz 2 zufrieden. So. Beste. Ciao. Also schauen wir mal, was der Rest gemacht hat und ob es tatsächlich so lief, wie wir uns das gewünscht haben. Ich muss gerade gucken, gab es ein Montagsspiel? Ne, Bayern hat einfach noch nicht gespielt. Okay, Düsseldorf hat begonnen mit dem 0-0 am Freitag gegen die Kölner. Dann kam eben der Samstag mit unserem weiteren 0-0, mit noch einem 0-0 von Frankfurt und Hannover. Freiburg gewinnt 2-0 gegen Mainz. Hamburg gewinnt 2-0 gegen Hoffenheim. Der jüngst verlängerte Amoako mit der roten Karte. Und dann hat der HSV das ausgenutzt. Dortmund gewinnt 3-1 gegen Pauli, ist aber nach wie vor noch hier in der Abstiegszone drin. Wobei man sagen muss, es sind auch nur 6 Punkte nach Europa. Also nicht allzu wild. Leipzig gewinnt leider 1-0 gegen Stuttgart und auch Leverkusen gewinnt 1-0 gegen Gladbach. Damit sind wir nach wie vor auf Rang 2, allerdings nur 2 Punkte vor Leipzig. Es hätten 4 sein können. Naja, so ist es halt. Wie gesagt, am Mittwoch geht es im Pokal gegen Paderborn. Und da werden wir, denke ich, ein bisschen rotieren, auch wenn man da vorsichtig sein sollte, gerade im Pokal. Ist das ja relativ schnell manchmal vorbei. Das haben wir auch schon mitbekommen. Aber ich denke, ein kleines bisschen rotieren können wir schon. Und dann geht es, glaube ich, gegen Düsseldorf.
ne, im nächsten Spiel. Ja, richtig. Zu Hause gegen Düsseldorf. Das sollte auch machbar sein. Freunde, wir sehen uns morgen mit Paderborn.